Willkommen zu einem der wohl meist gewünschtesten Games auf diesem Kanal, Subnautica oder Nautica. Ich freue mich sehr. Ich habe Angst. Ich bin generell jemand, der eigentlich das Meer liebt, aber ab einer gewissen Tiefe ist bei mir vorbei. Das nennt man doch auch Thalassophobie. Ich mag es nicht, wenn es zu tief nach unten geht und ich nicht weiß, was unter mir ist und nur noch so kaltes Wasser irgendwie durch die Strömung an dir vorbeizischt. Ich glaube, deswegen ist das das perfekte Game für mich. Ich bin gespannt. Meine Community sagt euch auf jeden Fall ganz arg süß Hallo gerade nebenbei. Deswegen kommt gerne auf www.twitch.tv/live vorbei. Da sind wir mal live und haben viel Spaß wie gerade. Wir haben ein bisschen Quatsch gequasselt. Das war sehr lustig. Würde mich sehr freuen. Und ja, checkt auch gerne meinen Drittkanal Jasmin Gnu ab. Da gibt es sehr viel Persönliches von mir. Und ich würde sagen, wir fangen an. Wir spielen. Ich hab's noch nie gespielt, aber es war eines der meistgewünschten Spiele. Wir gehen rein. Ich hoffe, dass mich bei diesem Spiel auch die Sucht so sehr kickt, wie bei Hausflipper. So, Überleben, freies Spiel. Überleben, strande auf einem gefährlichen fremden Planeten. Benutze Rohstoffe und bekämpfe Hunger und Durst, um zu überleben. Freies Spiel, wie der Überlebensmodus, bloß ohne Hunger und Durst. Hardcore Überlebensmodus mit nur einem Leben, keine O2-Warnungen. Kreativ, baue alles ohne Einschränkung, Sauerstoff, Nahrung, Wasserdruck, Geschichte und Tod sind deaktiviert. Also wir machen ganz normal Überleben, würde ich sagen. Freies Spiel ohne, obwohl es Hunger, ich kann gerade nicht einschätzen. Am meisten gewünschtes Spiel zu Recht, sagt jemand, das freut mich sehr. Genau, es ist halt die Frage, ob der Überlebensmodus, Hunger und Durst, sind die arg anstrengend? Ist es so wie bei Green Hell? Ist Überleben wie bei Green Hell? Überleben ist Normalmodus. Okay, dann machen wir das. Weil wenn es wie bei Green Hell ist, finde ich es sehr anstrengend tatsächlich. Wo man dann wirklich die ganze Zeit am Sterben ist. Weiter mit beliebiger Taste. Uff, Glück gehabt. Oh Gott, ich wollte gerade sagen, diese Platte. Oh nein! Okay! Uff. Starte Notfallmodus. Ui, eines meiner Lieblingsspiele. Oh, wie cool! This is considered an optimum outcome. This PDA has now rebooted in emergency mode with one directive: to keep you alive on an alien world. Oh Gott, da will ich durchdrehen. To the data bank for detailed survival advice. Good luck. Okay, du hast eine leichte Gehirnerschütterung. Das ist immer noch ein optimales Ergebnis. Dieser PDA wurde im Notfallmodus mit nur einer Richtlinie neu gestartet, dich auf eine fremde Welt im Leben zu erhalten. Okay, ich fühle mich nicht sicher. Rettungskapsel. Drücke Tab, um PDA zu schließen. Okay. Das heißt wahrscheinlich später so mein All-Arounder. Da kann ich dann Sachen bauen und alles und Karten haben. Okay, 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 okay. So, hier haben wir erstmal Heilung. Sehr gut. Was haben wir hier drin? Heilung. Die brauche ich, glaube ich, noch nicht. Oder mein Leben ist doch in Ordnung. Ich glaube, das muss ich nicht benutzen. Aber wir haben hier auch was drin. Leuchtfackeln. Wir nehmen das mal alles mit Wasser. Und Nährstoffe. Ich nehme es mal einfach mit. Warum nicht? Wir gehen jetzt da raus in die weite Welt. Beschädigt, beschädigt, beschädigt. Persönliches. Nahrung. Wasser.
Ah, da kann ich mein Wasser auffüllen, oder wie? Ist doch leer, oder? Ups, wollte ich jetzt gar nicht. Kann ich da mein Wasser auffüllen? Defibrillator benutzen. Persönliches, Ausrüstung, Werkzeuge. Okay. Kann ich noch nichts mitmachen. Ich bin gerne bereit, wenn ihr mir helfen wollt, Tipps anzunehmen. Da freue ich mich immer sehr. Reparaturwerkzeug benutzen. Habe ich denn ein Reparaturwerkzeug? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Warnung. Test der Schaltkreise fehlgeschlagen. Alles ausgefallen. Alles am Ende. Okay. Ich kann mich gerne auf die andere Seite spiegeln. Natürlich, habt ihr vollkommen recht. Tut mir leid. So, und... Ja. Kann das mit meiner Hand bedienen, wisst ihr? So, ich muss alles einsammeln. Hab ich doch hier, oder? Ja, Vorrat ist alles eingesammelt. Was ist ein Fabrikator? Ressourcen, Grundmaterialien. Das brauche ich wahrscheinlich alles, um Dinge herzustellen, ne? Der tut mir das alles herstellen, verstehe. So, aber ich habe doch alles eingesammelt. Ich gehe mal hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wirklich. Oh mein Gott, das ist so das... Oh Gott, das ist das absolut Schlimmste. Also wenn mir es passieren würde, dass ich irgendwo strande, das wäre mein... Aber ich finde es so schrecklich. Ich habe auch so Angst vor Tsunamis. Ich finde Meer einfach so gruselig, weil du wirst halt auch einfach nicht gefunden, ne? Muss ich da jetzt einfach reinjumpen? Sieht schön aus, aber irgendwie... habe ich Angst. Aber okay, let's go. Geil. Also, hol dir nasse Füße. Ich habe gerade gelesen, Errungenschaft, halt die Fresse. Okay, also, wir sind hier jetzt also im Meer. Ich kann das alles einsammeln. Oh, geil. Okay, das wird auf jeden Fall schon Sucht. Also allein diesen Soundeffekt hier. So. Boah, sammeln! Okay. You have lost. Nu. Okay, kann ich das auch einsammeln? Oh, ich kann das alles einsammeln. Geil. Was ist denn das? Hallo, was bist denn du? Oh, ein Blasenfisch. Was der wohl kann? Okay, die Pilze sind unnötig. Nein, sag das nicht. Pilze sind nie unnötig, Mann. Pilze sind geil. So. Ich... Oh, es ist schön! Ich bin unter dem Meer. Ich nehme all die Fischis mit. Ich bin hier süchtig. Ich sammle alles ein und fliege durch die Röhre. So. Ich muss auf mein O2 achten. Ansonsten kratze ich ab. Glubscher! Wie geil! Ich habe einen Glubscher, Mann. Das war jetzt aber ein gruseliges Geräusch. Warum macht es so komische Geräusche? Was soll das? Ist auch hier irgendwo Ariel? Kann ich die auch mitnehmen und heiraten? Was sind denn das für Geräusche? Was war denn das? Oh, süß, die machen Geräusche. Süß. New creature discovered. Ein Bumerang. Was ich geil fand, als ich mal tauchen war, wenn man unter Wasser ist, bei Korallen und man hört, dann hört man die alle knuspern. Die Fische, die knuspern dann ganz süß rum. Ich mache mal ein bisschen runter noch so. Ich muss jetzt entdecken. Kann ich eigentlich auch in das... Also eigentlich ist ja das meist Logische, was alle Menschen machen würden, zum Schiff zu schwimmen, anstatt wie ich direkt irgendwelche Blasenfische einzusammeln, sich drüber lustig zu machen, wie der Name heißt. Ich schwimme mal Richtung Schiff. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Habe ich irgendein Aufgabenmenü oder so? Mach das nicht, sonst wirst du krank. Was? Warum? Ja, später. Okay, dann mache ich das noch nicht. Ich wurde gewarnt. Das ist gut. Oh Gott, ich dachte gerade, da kommt was Großes auf mich zuschwimmen, ey. Hey, es ist schön. Wie Lust hätte ich jetzt da auch schwimmen zu gehen? Es wäre so wunderschön, um mir so einen Blasenfisch mitzunehmen. Wenn du dabei nicht ohnmächtig wirst? Okay. Kann ich die Blasenfische essen?
Wir sind bis jetzt nur kleine süße Fischchen. Nichts Schlimmes. Geh mal zurück in mein Boot. Okay, ich glaube, dieses Spiel hat starkes Suchtpotenzial. Und ich glaube, so schnell werde ich damit nicht... Ich glaube, die kann ich dann... Die Tischkoralle kann ich bestimmt mit was Besonderem dann abbauen, oder? Stimmt. Was sind das für... Zerbrich... Was ist denn das? Titan, Inventar voll. Ja, super. Das Wichtigste kann ich wieder nicht mitnehmen. Okay, mal Pilze weg. Pilze. Ja, ja. Hey, wo ist denn jetzt der Stein hin, verdammt? Oh, was ist denn das? Ah! Was ist denn das? Ah! Was ist das? Oh nein, ich bin gleich tot! Oh Gott. Was war denn das? Hä? Um Gottes Willen, was passiert denn hier? Hilfe, warte mal. Ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Ich habe doch hier gerade irgendwas Specialhaftes abgebaut. Und der pupst da irgendwelches Gift, oder? Kann es sein? Oh, das ist ja gruselig, ey. Da würde ich sofort durchdrehen. Entschuldigung. Ich habe doch gerade hier irgendwas abgebaut. Wo ist denn das jetzt hin, verdammt? Es war doch Materie. Fische knuspern nur, wenn du sie grillst. Nein. Warte mal, ich habe doch hier irgendwo Stein abgebaut. Was war denn das gerade? Warum ist die Musik so entspannend? Das war gerade einfach nur eine gruselige Begegnung. Ah, hier. Habe ich es eingesammelt? Eine Hirnkoralle. Boah, cool, ey. Ist ja richtig crazy. Oh, hier geht's ja richtig ab. Was ist denn das? Das sieht ja richtig süß aus. Kann ich es berühren? Oh, ich denke so zweideutig. Ich darf es aber nicht sagen. Na, wie siehst du denn aus? Ist das irgendwie Sexy Island oder was ist hier los? Ist es hier die Island of Pleasure? Oder warum sehen die alle so aus? Willkommen auf der Island of Pleasure. Hier, da hat es auch wieder was zum Abbauen, ne? Yes, geil. Ich nehme es mal kurz alles mit. Verzeiht. Verzeiht, ich brauche das alles. Oh, den kann ich ihn auch einsammeln? Ja, komm her. Nee, der will sie nicht einsammeln lassen. Okay, okay, okay. Alles noch. Hey, diese Geräusche, ich würde so durchdrehen. Allein dieses Ding mit dem leuchtenden Hintern, ey. Okay, ich tauche kurz hoch und gehe nochmal runter. Das ist ein Pupp-Seehund. Ach, süß. Ihr achtet auf meinen Hunger und alles, ne? Ihr spielt mit, ihr seid verantwortlich, ob ich überlebe oder nicht, meine Freunde. Ah, das ist schon schön hier unten, ne? Also, ah, das ist schon gruselig. Kann ich dich berühren, du kleiner Pupi? Oh, der furzt ja wirklich. Der ist ja wie ich. Ich bin gerade momentan auch nur am Pupsen wegen dem ganzen Eiweiß. Ganz arg schlimm. Essen genug, essen. Okay. So, wir gehen mal wieder in unser Schiff. Ich habe nachts... Oh, nachts ist... Ich will rein! Ich will raus! Ich will raus! Ich habe Angst! Ich habe Angst! Ich habe Angst! Ich habe Angst! Lass mich raus! Ich hasse das! Ich will raus aus dem Meer! Ich hasse das. So, rein hier. Ich muss jetzt erstmal was essen. Boah, sieht das geil aus. Oh. Also nachts im Meer wäre ich raus. So, jetzt lass mal gucken. Ich kann mir doch bestimmt was zu essen snacken hier. So, jetzt machen wir mal einen Blasenfisch. Was wird da jetzt gegrillt? Oh. Was kann ich hier noch? Ich will mal meinen Blasenfisch nochmal. So. Dann, was gibt's an Ausrüstung? Auftriebskörper. Okay, ich esse jetzt mal. Gekochter Blasenfisch. Essen. Geil, noch mal mehr. Ich koche die jetzt alle. Ich grill die jetzt. So, hier ein Glubscher. Wow, riesengroße Menüs. Ah, das große Schiff explodiert und ist dann verstrahlt. Ah. Oh, yum, yum, nom, nom. So, Wasser. Gefiltert mit Hilfe einer organischen Membran, nicht vegetarisch. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Aber ich glaube, Durst habe ich jetzt ja gar nicht so. Aber ich würde jetzt gern noch mal ein bisschen essen. Essen, essen. Ja, nice, geil. So, wir legen mal ein bisschen Sachen ab hier. Meine Kiste. Ich habe zu viel von den Dingern, ne? Ich weiß, dass es die Profis jetzt hier schon richtig triggert, aber ich liebe Pilze. Ich würde gerne einen Pilz braten. Warum geht das nicht? Ich gehe noch ein bisschen raus, ja? Darf ich noch ein bisschen raus schwimmen gehen?
an die Community. Darf ich noch ein bisschen? Oder ist es nicht gut nachts? Ich höre da irgendwas rumzwitschern. Es ist so schön. Look at this. Wie schön. Feel free. Ja, versuch's doch mal. Oh, ich weiß nicht. Nein, lieber tagsüber. Echt jetzt? Speichert das Spiel automatisch? Speichern? Nee, tut's nicht. So, okay. Geronimo! Bam! Oh, wie schön die alle aussehen nachts. Habt ihr euch hübsch gemacht für mich? Hä, warum habe ich den jetzt in der Hand? Was wollte ich überhaupt? Kann ich meinen Stab anmachen? Ja. Nein, das wollte ich gar nicht. Tut mir leid. Ich bin kein Eindringling. Ich komme in Frieden. Oh, süß! Was tut es denn? Oh, es futzt! Kann ich das einsammeln? Kann ich den streicheln? Können wir Freunde sein? Ich glaube, da darf ich nicht rein, ne? Ich gehe nochmal hoch. So sieht's aus, wenn man in mein Schlafzimmer morgen kommt. Ja. Ich würde eigentlich am allerliebsten mein Oxygen mal pimpen. Die Musik gefällt mir aber nicht. Die ist bedrohlich. Warum ist sie bedrohlich? Was ist los? Was zur Hölle? Warum ist die Musik bedrohlich? Hä? Warum ist sie bedrohlich? Boah, ich weiß nicht, Leute. Kann ich nicht schlafen gehen? Bin ich nicht müde? Das ist schon ganz schön gruselig hier gerade. Okay, ich suche mal ein bisschen weiter. Du kommst mit? Oder auch nicht? Oh, erhöhte Strahlenwerte. Die Tendenz entspricht dem Schaden im Antriebskern der Aura, bei der Abnutzung auf dem Planeten entstanden ist. Die Leute, ihr findet nicht, dass es eine bedrohliche Musik ist. Ich finde es so eine richtige Musik, wo es sagt, jetzt kommt der Endgegner. Nein, ist überhaupt keine bedrohliche Musik. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich sterbe. Was für ein Schwein? Warum werde ich da unten angegriffen? Was soll denn das? Von wegen nicht gefährlich. Okay. Ist überhaupt nichts passiert. Ich brauche was zu essen nach dem Stress. Ein Blasenviech. Was zu trinken? Kann ich mir auch mal... Ich ziehe mir mal das Medkit. Kann ich mir auch mal irgendwas craften? Schwefelablagerung in örtlichen Höhlensystemen festgestellt. Okay, lass uns mal ein bisschen suchen. Ich brauche Materialien, sonst kann ich hier gar nichts machen. Ich brauche eine Waffe, um mich zu verteidigen. So. Warte mal. Was knuspert hier schon wieder so blöd rum? Ich höre wieder irgendwas fiepsen. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht schwimmen gehen! Es tut mir leid, ich komme mir vor wie so ein Wal, der so kurz auftaucht, sich Luft holt. Ich brauche diese Sachen, die hier an den Steinen sind. Das mache ich jetzt erstmal. Und dann kann ich mir, glaube ich, Waffen craften. Boah, ich würde so durchdrehen in einer Alien-Welt und dann noch unter Wasser. Also schlimmer geht's ja nicht, ne? Das ist ja auch schon so an Land schrecklich genug. Und dann noch in einem Element, in dem wir Menschen sowieso komplett verkackt haben. Stimmt's schneller, wenn du nichts in der Hand hast? Wie mache ich das weg? Oh, süß, das macht ja Geräusche. Macht der Blasenfisch... Nö, der macht nichts. Oh doch, guck mal, der Blasenfisch macht auch ein Geräusch. Hört mal hin. Und der macht... Löschmittel. Auf E? Okay, auf E. Oh, da bin ich tatsächlich schneller. Oh, was ist denn das? Hey, die kämpfen ja. Oder? Die feinden. Oh nein, jetzt kämpfen die auch noch, oder? Ich hab's genau gesehen. Kann ich da hin? Greift der mich an? Bitte nicht jetzt schon, Gegner. Bitte. Bitte, bitte. Ey, der hat es aufgegessen. Was macht er denn damit? Warte mal. Was macht er denn damit? Sind die böse? Achtung, die greifen an. Oh Mann. Kann ich bitte mal Waffen haben? Oh Gott. Hey, ich kann mich nicht verteidigen. Ich will den Oktopus mitnehmen. Den Adder.
Oh nein. Tut mir nix. Tut mir nix. Tut mir nix. Ich bin lieb. Schnell durch. Plupp. Boah. Es baut ein Nest. Er sieht. Es baut ein Nest. Ey, da kommen immer mehr von denen. Kim Kardashians. Aber wir sind ja überall. Die greifen mich an. Die sind nicht nett. Ich kann da nicht dran vorbeischwimmen. Doch, guck mal. Der macht doch gar nichts. Guck mal, der ist doch ganz handsome. Süß. Oh, da ist ganz viele Teile. Die kann ich mitnehmen. Geil. Okay. Ey, Leute, dieses Spiel ist nicht gut. Das ist einfach nur addictive. Addictive. Da hinten sind noch mehr Teile. Ja, ja. Wir brauchen schon Sauerstoff. Auf jeden Fall kommt es auf YouTube. Und wenn es euch gut gefällt, mache ich das, dann spiele ich das durch. Wenn man das durchspielen kann. Was kann ich denn mit denen machen? Ich finde die so süß. Kann ich auf die reiten? Ey, das furzt mich einfach nur voll. Was ist denn das da vorne eigentlich für ein komischer Stein? Hä, was ist denn das? Quallen! Oh! 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 Ja, kommt her, ihr kleinen Saugis! Ich nehme euch alle mit, Jellyfish! Das kennen wir alle aus SpongeBob. Das ist gut, schnell hoch, sonst sterbe ich. Oh Gott, mein Oxygen! Schneller! Oh Gott. Geil, was mache ich denn mit denen? Ich nehme die alle mit. So, komm mit. Die nehme ich mit. Ach so, die haben den Stein zum... Oh, die können den allein nicht tragen. Oh, bist du zu schwach? Ey, das macht richtig süchtig, das Spiel. Das ist richtig geil. Danke für die Empfehlung, ihr seid die Besten. Hört auf, mir solche Spiele zu empfehlen. Sonst habe ich wieder kein Leben. Oh, schön, ich muss durch den Schwarm schwimmen. Was ist denn das Hysterisches? Was ist denn das? Was ist denn mit dir los? Oh, ich brauche Sauerstoff. Verdammt. Wie kriege ich denn mehr Sauerstoff? 500 Spielstunden, krass. Uff. Ich müsste... Oh, da hat es ganz viele Bauteile. Geil, das hole ich mir alles. Short-Range-Scans suggest this biome supports extensive biodiversity. Okay. Kann ich die nicht irgendwie öffnen, diese Kisten? Hier gibt's nichts? Das glaube ich nicht. Das glaube ich aber nicht. Ha! Okay, okay, okay. Alles klar. Chill doch. Chill doch! Okay, okay. Ich weiß, was es war vorhin. Ich habe es gesehen. Okay, Sauerstoff. Hm... Thalassophobie, aber voll, ey. Noch kannst du die nicht öffnen. Okay, ich gehe mal zurück zu meinem Schiff und gebe mal das Zeug ab. Wo ist denn mein Schiff? Schwimmen da hinten Teile? So. Wir gehen mal kurz dahin. Mit den Furzis. Kann ich die auch später töten und essen? Die Furzis? Hm. Oh, das hätte ich gerne. Der nimmt mir die Teile weg. Der nimmt mir die Teile weg. Hör auf, dein Nest zu bauen. Ich brauche das selber. Das sind meine Teile. Das ist mein Schiff. So. Ja, stimmt. Speichern. So, wir gehen weiter. Das ist ja so ein schönes, spannendes Spiel. Thalassophobie sagt nope. Nee, also absolut. Bei mir ist auch so, wenn ich irgendwo... Ach, ich kann da auch unten reinflutschen, ne? Ja. So. Okay, lass mal gucken. Persönliches. Ausrüstung. Standard Schwimmflossen. Silikongummi. Da kann ich mir noch gar nichts machen. Geräte. Seegleiter. Oh, cool. Da kann ich dann mit einem schwimmen. Wasser. Wasser wäre toll. Ja. Ey, wie toll, wenn man sowas hat. Nochmal. Ressourcen, Grundmaterial, Elektronik. Kupferdraht. Titan. Da muss ich halt gucken, was ich eigentlich so brauche, ne? Was ist denn das Schlauste, was man am Anfang machen kann? Leitung. Schwimmende Luftpumpe. Feuerlöscher, Medkit. Werkzeuge. Taschenlampe wäre, glaube ich, cool. Da brauche ich aber Glas. Ein Scanner, sagt ihr. Scanner. Dafür brauche ich eine Batterie. Kriege ich hier irgendwo eine Batterie her? Silikon, Glas? Nee.
Batterie. Für eine Batterie brauche ich noch Pilze, die habe ich doch. Warte. Ja, guck, da wolltet ihr, dass ich meine Säurepilze wegschmeiße. Jetzt seht ihr, wie wichtig die Säurepilze sind. So, wo kann ich denn essen? Ich habe doch hier noch so viel zu essen. Gekocht. Geil. Nochmal. Nam. So, dann mache ich mir jetzt eine Batterie. Batterie. Und die Sauerstoffflasche ist auch sehr wichtig. So. Jetzt kann ich mir einen Scanner machen. Geil. Und Sauerstoffflasche finde ich wo? Habe ich noch nicht, oder? So, damit kann ich jetzt... Geräte, Sauerstoff. Ich scanne jetzt Dinge. So, ich bringe noch mal ein paar Sachen weg. Diese Schweber, die sind bestimmt auch ganz arg lecker. Ausrüstung ganz oben. Ressourcen. Tarn. Ich mach das einfach mal. Energiezelle ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, das kann ich jetzt eh noch nicht machen. Ich kann ein bisschen was kochen. 3 Titan für eine Taucherflasche. Ach so. Titanbarren brauche ich, ne? Das brauche ich, oder? Das brauche ich. Titanbarren, oder? Kannst du halt Reparaturwerkzeug bauen, um die Rettungskapseln zu reparieren und Licht zu haben. Das wäre auch nice. Nein, nur Titan. Okay. Also mache ich mir, aber das mache ich ja dann daraus. 4 Titan und Metallschrott. Da mache ich jetzt hier mir Titan raus, ne? So, kann ich mir hier jetzt was machen? Wasserdichter Behälter. Kleiner Behälter, der seine Position im Wasser behält. Hier. Leitung. Schwimmende Luftpumpe. Ist da. Standard-Taucherflasche. Die, oder? Ich glaube, die wäre doch gut. Aber es hat eine Standard-Taucherflasche. Yes. Geil. Habe ich mir die jetzt ausgerüstet? Schwimmende Luftpumpe. Wasserdichter Behälter. Kleine Behälter, seine Position Wasser behält. Okay, Titanbarren. Glas. Glas brauche ich doch auch für irgendwas, was ich vorhin haben wollte, oder? Mach das mal. Irgendwas wollte ich. Okay, ich packe das jetzt mal alles hier rein. Ich bin auch dafür, dass wir die Pilze alle eliminieren. Ich trinke das mal noch kurz. Halt. Das ist ja gekocht. Das nehme ich mit. Gekocht, gekocht. Nährstoff mache ich mal weg. Titan mache ich auch mal weg. Das brauche ich wahrscheinlich nachher. Das lasse ich mal alles hier, weil ich glaube, das brauche ich dann. Wieso Warnung? Achso, das ist ja das. Okay, so, dann lass mich nochmal kurz hier snacken. Und Wasser trinken. Nochmal Wasser trinken. Und nochmal snacken. Und nochmal snacken. Und nochmal snacken. So. Wasser brauche ich noch, ne? Ich habe schon noch Durst. Ich habe Durst. So. Taucherflasche mit hoher Kapazität. Das ist mein nächstes Ziel. Jetzt würde ich aber trotzdem noch gerne Wasser. Da brauche ich diesen Blasenfisch. Ich hole mir noch ein paar Blasifischis. Und dann mache ich mir noch Wasser und dann gehen wir weiter. So, habe ich das jetzt eigentlich ausgerüstet hier? Ja, ist dran. Du isst verrotteten Fisch. Das kann doch nur gut sein. Die waren verrottet. Nein. Was ist denn da gerade an mir vorbeigeschwommen? Das war nicht verrottet. Das war lecker und frisch. So, wo hat es die Blasenfische, wenn man sie braucht? Da. Sind es Blasenfische? Wo ist mein Scanner? Hier. Was kann ich da scannen? So, ist ein Stielauge. Ich scanne jetzt alles. So, wie bei beim Einkaufsladen. Miep. Lass dich scannen. Guck mal, der enjoyt es voll, gescannt zu werden. So, ich scanne alles. Dich scanne ich auch.
Geil. Das Game ist voll toll. Ich liebe es, dem einen oder anderen Streamer dabei zuzuschauen. Ich spiel's das erste Mal. Ich bin jetzt schon süchtig geworden, tatsächlich. So schnell ging's. Den Glubschi will ich noch scannen. Komm her, scan. So, ein Glubschi. Kann ich das hier alles scannen? Tatsächlich, ist ja Wahnsinn. Geil. Pilzi. Säurepilz. Ich kann ja alles scannen. Das ist ja der Wahnsinn. So, was gibt's hier noch so Feines? Hier, das scanne ich auch mal. Gibt's einen von euch, der alles gescannt hat auf dieser Welt? Ein Messer wäre super, ja. Weil dann kann ich neue Sachen machen. Stimmt, meine Sauerstoffflasche geht wahrscheinlich auch irgendwann aus, ne? Da muss ich mir eine neue machen, nehme ich mal an. Ich hätte noch gern ein paar mehr Blasenfische. Da ist doch einer, ich sehe es genau. Kommen Sie, Blasenfisch, kommen Sie. So. Können wir ein bisschen Wasser machen. So. Habe ich die schon gescannt? Nee. Scannen. So, hat sie auch wieder diese Explosion-Säcke drin? Oh, den will ich scannen. Komm her! Lass dich scannen, lass dich scannen! Nee, der lässt sich nicht scannen. Ach so, wenn ich die schon gescannt habe. 30 Seconds. Okay. Adrige Nessel. Ich. Oh je, das hat sich aber nicht gut angehört. Ich gehe mal schnell hoch. Oxygen. Wurde eingelöst. Mir hat nur gefehlt, was ich scannen kann. Fast alles gescannt. Ist wichtig für die Story. Okay, krass. Ich glaube tatsächlich. Kann man nicht scannen? Was hatte ich schon? Den will ich scannen. Furzi. Komm her, Furzi. Lass dich scannen. Ich möchte gerne deinen Buddy scannen. Säurekapseln Manati. Das gefällt ihm aber gar nicht, ne? Komm, jetzt stell dich mal nicht so an, ey. Jeder möchte mal gescannt werden in seinem Leben. Du auch. Bumerang. Wie der tut, ey. Tut so, als wären seine Daten was Besonderes. Was? Scheibenkoralle. Boah, ist schon sehr bedrohlich hier unten jetzt, ne? Ich schwimme mal wieder hoch. Die Schwingpflanze scannen wir auch noch. Einheimische Lebensform. Die Angstpupsis. Ah, ich muss zurück zu den Kisten. Das machen wir gleich. Kann man da auch irgendwie schlafen? Ich mache mir jetzt mal ein bisschen Wasser und dann gehen wir mal zu den Kisten, die ich vorhin gefunden habe. Die können wir jetzt scannen. Das ist sehr gut. So. Das kann ich auch nicht reparieren. Aber wir können uns jetzt Wasser machen. Yes. So cool, ey. Nochmal. Hup. Okay. Dann möchte ich jetzt trinken. So, wunderbar. Kann ich auch diese Qualle? Kann ich die nicht? Nee, die kann ich nicht. Ich wollte die Qualle jetzt tatsächlich... Mal gucken, ob wenn ich eine Batterie habe, ob ich da noch irgendwas mit machen kann. Es gibt ja ein Bett, aber wirklich schlafen kannst du nicht. Schade, ich hätte es ihm gegönnt. Also kann man quasi die Nacht auch nicht überspringen, ne? Ist echt cool, dass man immer wieder einen bekommt. Leiter benutzen. Speicher mal, dann gehen wir mal die Kisten scannen. Wenn du isst, hast du immer mehr Durst. Okay. Also essen wir einfach nichts mehr. So, wo waren denn nochmal diese Kisten? Boah, sieht das toll aus. Die waren hier hinten, glaube ich, wo die alle waren. Da, wo mehrere von denen waren. Moment. Hört sich so lustig an, die Geräusche. Nein, tu mir nix. Ich find's nicht mehr. Weiß jemand, wo die waren? Below Zero schon allein wegen der Musik. Wo
Wo war das nochmal? Das war doch irgendwo hier. Man sieht so schlecht. Was geht denn mit dem Blasenfisch da? Schau mal, der hat alles für seine Existenz verloren. Ich nehme dich mit, du glitscht eh nur rum. Oh, die Quallen. Oh, ich muss da rein, da hat zu viel Zeugs. Kann zwar sein, dass ich das jetzt gleich in meinem Leben bezahle, weil diese Explosive-Dinger hier sind. Aber der Reiz zum Geiern ist doch größer. Der Quarz. Alles einsammeln, schnell. Ich mache den Scanner weg, ich brauche den gerade eh nicht. Bin ich wenigstens schneller. Zack, 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 zack. Ich hoffe, dass es gut ist, dass ich das hier alles einsammle. Ich mache das, was wir alle nachts nie tun würden. Nachts freiwillig schwimmen gehen. Schrecklich. Ich glaube, ich brauche mal eine Fackel langsam. Ist ganz schön dunkel hier, ey. Okay, und jetzt... Ach, die süß. Die Blasenfische gehen ja voll ab hier unten. Süß. Ey, sieht das nicht nice aus? Ich kann es nicht oft genug sagen. So, ich gehe direkt wieder runter. Geh in die Höhle, da wo die Blasenfische am meisten abgehen. Brauch mal eine Fackel, ich sehe nichts. Ich glaube, den Fischen geht es hier generell nicht so gut, oder? Das war jetzt nicht so schlau. Die Musik ist so bedrohlich, warum? Ach, ich kann nicht aufhören, Blasenfische einzusammeln. Komm her, Blasi, wo bist du? Flugbeil, rein in die Röhre. Oh, eine Riesenkoralle. Oh, oh, ich steck fest. Hilfe. Oh Gott, Hilfe. Das machen wir nimmer. Das machen wir nimmer in der Nacht, ne? Das lassen wir. So. Okay. Ich gehe jetzt noch in meinen Schiffi und mach noch ein bisschen Trinki. Blasenfisch, komm. Und dann müssen wir bei Tag nochmal die Kisten suchen. Die finde ich gerade nicht. Eine Fackelnüsse unter Wasser nicht viel. Die tatsächlich schon, so. Ich habe sie nur schlecht geworfen. Sind das hier... Ey, ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich mit meiner Kapsel irgendwann mal richtig... Oh, was ist los? Was ist da schon wieder los? So. Braten. Stielauge. Geil. Wieder durchgeröstet wird, ey. Rösti. Wasser. Cool, dass man aus denen eine Wasserflasche formen kann. Ja, ich hätte auch gerne eine Taschenlampe. Das wäre super. Taschenlampe wäre geil. Ah, die waren da, um aggressive Tiere wegzulocken. Die Aura, also das große Schiff explodiert bald. Oh, oh. Kann ich das irgendwie verhindern oder muss ich dann weg? Quarz. So, wie kriege ich denn jetzt eine Taschenlampe? Ist doch bestimmt bei Ausrüstung. Taschenlampe. Glas. Aber Glas habe ich doch. Glas habe ich doch gemacht. Oder hatte ich nicht genug Glas? Jetzt kann ich mir eine Taschenlampe machen. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, eine Taschenlampe. Wo ist meine Taschenlampe? Ach, die kann ich gar nicht... Schnellzugriff. Achso, die ist da unten. Okay, passt. Ich möchte diesen Fisch hier eigentlich nicht drin haben. So. Feuerlöscher. Ich glaube, ich esse noch was. Und trinken tue ich auch noch was. So, Schmatz, Schmatz. Speichern. Und dann kann ich jetzt ja eigentlich raus. Oh, wir haben Licht. Geil. Rein da. Oh, jetzt ist eh hell. Oh, Mann. Okay. So, wo war jetzt, waren diese Kisten? Wo waren die? Wisst ihr das noch? Danke für die ganzen Subs, die Süßis. Die lese ich dann auf jeden Fall noch vor. Boah, es ist gruselig, ey. Da würde ich so durchdrehen. Boah, diese Geräusche, ey. Ist nicht gerade angenehm. Hier war das doch irgendwo, oder?
Da traue ich mich irgendwie noch nicht so hin. Ich habe dir nichts getan, auf mich anzufurzen. Kommt da eigentlich auch noch nichts? Ich brauche irgendwie Messer, ne? Dann kann ich die ganzen neuen Sachen craften. So süß, die Musik. So die. Wo sind... Habe ich nicht irgendwie eine Karte auch? Eine Map? Da war doch auch irgendwo noch was. Nee. Hätte ich mir das irgendwie einspeichern sollen? Hier war das doch. Ah, hier haben wir schon eine Kiste. Die können wir schon scannen. Scannen! Oh, da ist ja was drin. Fragment. Warum kann ich das nicht nehmen? Ah, so kann ich das einsammeln. Geil. Bist du da unten? Ah, das ist meine Fackel. Ah, cool. Danke, Leute. Von heute. Ey, was soll denn der Furz hier überall? Ah, da hat sie Kisten, ne? Cool. So kriege ich, glaube ich, mein Schiff wieder gebaut zusammen, oder? Gebaut zusammen? Ich krieg das. Da unten, was ist das? Oh, oh, ein Ei. Oh, oh, fremde Eier ist nie gut, Leute. Auch nicht zu Ostern. Fremde Eier fasst man nicht an. So. Ich brauche also die Kistis. Ich habe doch vorhin so ein ganzes Kistenparadies gefunden. Wo zur Hölle? Ah, da unten auch bestimmt. Oder? Sind es nur Teile, die ich einsammeln kann? Metallschrott. Okay. Where are the Kistes? Schwung. Kiste, Kiste, Schwung. Die Eier sind gut, sagt ihr. Ja, aber nicht, wenn die Mama in der Nähe ist. Inventar ist voll. Hm, lass mal so ein paar von denen wegschmeißen. Die finden wir überall. Fallen lassen. Oh nein, nicht die Wasserflasche. Oh Gott, nein, nicht meine Sauerstoffflasche. So. Ist es okay, wenn ich sage, dass ich die Sounds überhaupt nicht mag? 30 seconds. Okay, was ist denn das da hinten? Um Gottes Willen, was ist denn das? Das gesehen? Was ist das? Okay. Dann machen wir hier nämlich einen Cut. Und was das ist, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, will ich einen Daumen nach oben da haben, ne?